Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 Week Reset und die Übersicht hierfür. Ja, das Eisenbanner ist vorbei. Leider habe ich dann doch nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, nämlich gar nichts. Aber macht auch nichts, ich habe noch genug andere Aktivitäten, die man noch so machen kann. Mal gucken, wie ich diese Woche noch so mit Destiny loslege oder nicht. Mal abwarten. Wir wissen es ja auch noch nicht genau, ob es sich im Moment lohnt, überhaupt richtig Destiny zu spielen. Außer natürlich noch einige Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel Power Level hochkriegen oder halt einige Sachen wie Exo-Quest erledigen etc. Aber sonst bei mir zum Beispiel ist eigentlich eher ja Destiny gerade auf dem Abstellgleis, weil es ist eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Das ist leider so. Kann ich nicht anders sagen. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal in die Übersicht, weil da gibt es natürlich wieder neue Aktivitäten diese Woche, die zu spielen sind. Natürlich hier wieder auf dem Tor natürlich von jedem die Beutezüge mitnehmen, die Aktivitäten erledigen. Dann natürlich dann Mittel zum Zweck erledigen, weil eigentlich müsste jetzt diese Woche Nummer 14, also ich habe Nummer 13 und 14 habe ich jetzt nicht abgeholt bei dieser Quest hier, also die Lore. Das fehlt mir noch, aber wie gesagt, auf jeden Fall diese Woche müsste es eigentlich soweit sein. Eigentlich müsste diese Woche das zusammenführend erledigt worden sein dann. Weil letzte Woche gab es nämlich hier keine neue Lore, lustigerweise. Aber mal abwarten, das wissen wir ja noch nicht. Das werde ich auch noch rausfinden, weil das werde ich auf jeden Fall diese Woche spielen. Dann natürlich fangen wir hier bei der Vorhut mal eben an. Also Vorhut, Strike, Laufen, dreimal gibt es Spitzensrüstung. Damit kommt ihr natürlich ein bisschen weiter voran im Power-Level. Hier Arkus versengen aktiv die ganze Woche. Das heißt, ihr solltet zum Ende hin des Strikes auf jeden Fall Arkus ausrüsten. Das heißt, wenn hier Leere ist, könnt ihr natürlich auch den Strike durchlaufen. Wenn der Endgegner aber kurz vorm Liegen ist, dann direkt wechseln auf Arkus. Dann zählt das, sonst zählt es nämlich nicht. Das wäre sonst nämlich ärgerlich. Sonst habt ihr da nämlich einen Run vergeigt. Aber wie gesagt, nicht vergessen, Beutezug mitnehmen. Dann hier Blackout aktiv und hier einmal Grenadier aktiv. Die beiden Modifiers ändern sich jeden Tag um 19 Uhr. Das bleibt, wie gesagt, die ganze Zeit aktiv. Und dann halt reingehen und Spaß haben. Hier, die Feuerprobe ist diese Woche doppelter Loot. Nicht vergessen, doppelter Loot hier bei der Feuerprobe. Und die Feuerprobe ist hier nämlich einmal See der Schatten. Und wie gesagt, ihr könnt ruhig das Power-Level hochziehen. Man kann auch gerne öfters mal sterben. Wie gesagt, kein Problem. Aber diese Woche ist doppelter Loot hier. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, um ein paar Sachen zu farmen. Hier ist einmal Epitaph. Ja, also wie soll das heißen? Ist doch ja scheißegal. Besoffenen Kämpfer, besessenen Kämpfer generieren Fäule-Geysire, wenn sie besiegt werden. So, Champions unaufhaltsam, Champions Überladung, hier einmal Reibung, dann einmal Ausrüstung gesperrt, dann mal passgenau, hier einmal Champions Mob und einmal Grax, Gallenflüssigkeit erhöhter Eingehender, Umweltschaden, Rückschlagschaden und Distanz erhöht. Ja, wie gesagt, geht rein, doppelter Loot, lohnt sich auf jeden Fall. Sonst gibt es dann noch die Möglichkeit, hier natürlich dann noch Spitzenreiter zu laufen, aber das ist eher ein bisschen nervig, würde ich sagen. So, dann haben wir natürlich Normaldämmerung und zwar drei Stück aktiv. Da haben wir hier einmal Baum der Wahrscheinlichkeiten, der Waffenhändler und die Schala-Festung. Auf jeden Fall da auch wieder spezifische Loot abzuholen, sonst halt 5 der Schwerter einstellen, da seid ihr auch wieder dabei. Ja, dann haben wir hier sonst als nächstes Gambit. Entweder Gambit normal laufen oder Gambit Prime laufen. Natürlich im Verbund der Beutezüge nicht vergessen. Und dann gibt es dreimal dann Spaß oder auch nicht. Und dann gibt es Spitzensrüstung. Hier natürlich die Abrechnung nicht vergessen. Stufe 1 bis 3 natürlich auch wieder laufen. 2 sollte eigentlich reichen. Argus versenken hier aktiv und dann einmal Grenadier. Das ändert sich wieder nächsten Tag. Da gibt es natürlich auch wieder spezifischen Loot, den man eventuell noch mitnehmen könnte. Schmelztiegel haben wir sonst, wie gesagt, Eisenbanner ist weg. Hier haben wir einmal Dynamikkontrolle, gut, um halt einige Sachen zu erledigen, zum Beispiel Kills zu bekommen, weil da geht schnell einen wegzusnippen hier mit Scout-Gewehren zum Beispiel. Auf jeden Fall hier, um einige Sachen zu erledigen, zum Beispiel Kills im Multiplayer zu bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr gut dafür. Und sonst hier einmal Verriegelung, der Rest ist gleich geblieben. Ihr müsst natürlich dann sonst Camages viermal laufen, die Spitzenausrüstung oder halt Rotationsmenschen laufen viermal, gibt es mächtige Ausrüstung. Auf jeden Fall wieder mitnehmen. Auch wieder im Verbund mit den, genau, Beutezügen. So, da haben wir hier einmal Flashpoint von vom Spider hier einmal in der Wirrbucht bei ihm. Natürlich hier die öffentlichen Events auf Heroisch abschließen, geht es ein bisschen schneller. Hier bei ihm gibt es auch Beutezüge, nicht vergessen, auch mitnehmen, die auch erledigen. Sonst tauscht ihr Materialien bei ihm, wenn ihr was braucht. Definitiv immer wieder mal vorbeischauen bei ihm. Es lohnt sich auf jeden Fall. Träumende Stadt natürlich hier wieder. Assistenten-Herausforderung müsste, glaube ich, Woche 4 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guckt in die Beschreibung, da steht alles dann unter diesem Video. Und natürlich noch Blinder Quell zu spielen. Auf dem Mond natürlich sind die meisten Aktivitäten, wo man noch ein paar Sachen abgrasen kann. Hier einmal Lunas Ruf, hier einmal. Dann hier einmal Albtraum Schlecht. Dann gibt es hier einmal Albtraumjagd Stolz. Geht es gegen Skolas. Hier Albtraumjagd Knechtschaft. Geht es gegen Zytrom, dem Turmlord. Auf jeden Fall dort das machen. Wenn ihr halt mächtige oder Spitzenrüstung haben möchtet, geht hier natürlich am schnellsten. Und hier einmal Albtraumjagd Pein gegen Omnigul. Dann haben wir oben natürlich noch einmal
Grube der Ketzerei, dann hier noch einmal jenseits, dann natürlich den Raid natürlich nochmal hier, um Spitzenrüstung zu kriegen und natürlich wieder im Verbund natürlich mit den Beutezügen von Aeris Morn. Aber wie gesagt, Empfehlung hier, Albtraumjagd Knechtschaft auf 1080, kann man auch zu zwei laufen, das Video in der Beschreibung. Märtyrer aktiv, hier einmal Schemitz-Überladung, dann Schemitz-Barriere, dann einmal Reibung, hier einmal Ausrüstung gesperrt, dann passgenau, dann einmal Schemitz-Mob und hier einmal Qual von Zytron, Leere und Luftschaden erhöht. Aber wie gesagt, ihr könnt euch hinter das Tor einfach stellen und einfach rumschnippen da. Ihr braucht nur Akku und Solarwaffen, so viel ich weiß, was anderes braucht ihr, glaube ich, gar nicht. Und ja, und sonst gibt es halt zwei Safe Spots in der Map hier. Das geht eigentlich ziemlich easy. Ihr könnt auch viele Sachen überspringen. Auf jeden Fall das auf 1080 spielen und dann den Loot mitnehmen. So, dann natürlich Nessus natürlich wieder nicht vergessen hier. Menagie einmal hier natürlich auf Heroisch und einmal auf Normal laufen. Auf Normal hier einmal Arcus versenken aktiv. Der Rest ändert sich jeden Tag um 19 Uhr. Und sonst auf Heroisch haben wir hier einmal Erloschen natürlich, Grenadier, Knappheit und dann hier einmal Solar versenken. Aber wie gesagt, gibt es hier auch natürlich einzustellen mit dem Kelch. Da gibt es natürlich auch wieder Loot. Aber natürlich auch überlegen, ob man es dann spielt oder nicht. Kontaktevent ist dieses Mal hier auf, was war das jetzt, Io? Wo war ich jetzt hingegangen? Ja, Io, genau. Und hier einmal oben, hier bei einmal verlorene Oase, da ist Kontaktevent, wenn ihr halt dann, wie gesagt, die wöchentliche Quest wieder abschließen möchtet. Und sonst, ja, sonst ist hier, glaube ich, alles für Standard. Wie gesagt, da, wo die Pyramiden drüber sind, die Planeten verschwinden irgendwann, das wissen wir ja mittlerweile. Und wahrscheinlich einige Charaktere verschwinden dann auch erstmal. Aber hier gibt es natürlich noch die etwas besseren Beutezüge bei diesen Planeten, bei den einzelnen Leuten. Die könnt ihr natürlich auch noch machen. Und die habt ihr auch eine Woche für Zeit. Definitiv. So, dann wollen wir schnell mal kurz bei Aeris Morn, wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht, bei Tess vorbeischauen. Letzte Woche war eigentlich ganz interessant. Diese Woche mal schauen. Da haben wir hier einmal eleganter Wirbel für Simon-Glanzstaub. Hier einmal. Ja. Kann man sich überlegen, kostet Simon-Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal Geiste der Materie. Perfektionierter Ausbruch. Waffenornamental empfehle ich sowieso meistens immer mitzunehmen für 1250 Glanzstaub. Ja, doch, kann man mitnehmen. Also meine Empfehlung auf jeden Fall erstmal das hier. Dann haben wir Daito-Projektion hier einmal für 1500 Glanzstaub. Ist viel zu teuer. Kann ich jetzt nicht empfehlen. Dann einmal circa Diane Kälte 40 Glanzstaub. Ja, doch, 40 Glanzstaub pro Shader. Einmal kaufen, der Rest wird aus der Sammlung gezogen. Dann natürlich hier wieder saisonal. Dann müsst ihr gucken, was euch gefällt und was nicht. Das kostet alles Silber. Das solltet ihr aber selber rausfinden, was euch gefällt oder ob ihr selber ausgeben möchtet. Ich mach's nicht. Erstmal nicht. So, dann haben wir hier einmal beeindruckende Präsenz hier einmal. Das gleiche Schicksal wird den nächsten Angreifern widerfahren. Achso, soll das Avala darstellen. Alles klar. Dann haben wir hier einmal respektvoller Handschlag. Hier einmal Multiplayer-Geste. Ja, geht so, ne? Also das kostet übrigens 3250 Glanzstaub, viel zu teuer. Dann hat das hier einfach 1250 Glanzstaub. Geht noch, aber die Geste ist nicht so geil. Dann Canopus Flügel hier für 2000 Glanzstaub hier einmal. Ja, ist extravagant, kann man sich vielleicht überlegen. Muss ich mir auch noch überlegen. Dann haben wir Mehrbandhülle hier, Bentys Liebling und Schatzsuche. Keine guten Perks drauf. Also ich kann nur für das Licht gebrauchen. Sieht natürlich auch lustig aus irgendwie, aber ja, aber ist viel zu teuer. 2850 Glanzstaub, viel zu teuer. Nicht kaufen. August Renner hier einmal Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Sieht auch extravagant aus, kann man sich auch überlegen. Aber das muss ich auch nochmal gucken, ob ich es mache oder nicht. Dann einmal hitziger Austausch hier. Das letzte Wort, Waffenornamente für 1250 Glanzstaub. Das kann man sich auch gönnen, definitiv mitnehmen. Wie gesagt, Waffenornamente finde ich immer gut, definitiv. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung hier. Krotas Fluchtprojektion für 1500 Glanzstaub. Braucht keiner. Dann hier einmal Tiger-Effekte, Teleport-Effekte für 54 Glanzstaub. Braucht auch keiner. Dann hier einmal unheimliche Effekte für 54 Glanzstaub. Teleport-Effekt braucht, glaube ich, auch keiner. Dann haben wir hier einmal die Zelebrierung von Neuem. Einmal Teleport-Effekt für 54 Glanzstaub. Braucht, glaube ich, auch keiner. Obwohl es geht, ist es okay, aber naja. Byzantianischer Lotus hier, 40 Glanzstaub pro Shader. Sieht man einmal so aus. Dann hier einmal, habe ich schon gezeigt, dann hier einmal Großstadt Akustik hier, Shader, wieder ein Shader kauft, 40 Glanzstaub und dann Rest zusammenziehen. Dann Hummel hier noch einmal, der Shader. Und ja, wenn es gefällt, den kaufen, Rest aus der Sammlung ziehen, sollte eigentlich okay sein. Und sonst andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe, Eskalationsprotokoll etc. etc. Das bitte in der Beschreibung nachschauen, das ist alles von meinem Ohr natürlich, die schreibt uns alles sehr gut zusammen. Deswegen nehme ich natürlich die Infos von da aus auch mal weg. Aber sonst gibt es eigentlich keine neuen Infos, nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt nichts, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas wisst, wenn ja, gerne in die Kommentare. Aber ich habe mich auch lange nicht drum gekümmert hier um Destiny. Die Luft ist leider raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt schade, aber was willst du machen? Langweiliger Content und halt nichts Neues und immer wieder das gleiche laufen, ist irgendwann bei mir leider die Luft raus.
Und deswegen ist es halt ganz schön nervig leider. Aber wie gesagt, ich habe vielleicht diese Woche ein bisschen mehr Zeit. Mal gucken. Ich muss noch 2 Shards auf Pinnacle Cap kriegen. Den Jäger und den Warlock. Deswegen mal schauen, wie weit ich das noch schaffe. Und sonst, ja, probiert das aus, was ihr noch nicht gemacht habt. Holt euch auf jeden Fall den Doppel-Loot aus Seder Schatten raus. Hier Feuerprobe. Und macht natürlich die ganze Quest fertig, wo Spitzenausrüstung draufsteht. Oder mächtige Ausrüstung, wo noch nicht ganz so weit ist. Danke fürs Zusehen. Achso, warte mal, und Glanzstaub, ne? Wer Glanzstaub haben möchte, immer die wöchentliche Beute zu machen von Zavala, Vagabunden und von Lord Shax, sind pro Schar 1200 Glanzstaub immer. Und dann, wenn ihr 3 Schars habt, habt ihr 3600 Glanzstaub pro Woche. Anders geht's leider nicht. Und die anderen Beutezüge geben halt noch ein bisschen Glanzstaub, aber anders kriegt ihr keinen Glanzstaub. Nochmal dazu. So, jetzt aber. Danke für euren Support, danke fürs Zusehen, Hören und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.